Erwarten Sie keinen Militärfilm, wenn es auch ganz schön bumst. Ah ja. Sie werden auch nicht aufgeklärt. Also wenn ich mal pensioniert bin, dann schlafe ich bis 10. Und was machst du dann? Das ist die Frage. Ja, wir kommen nämlich im Namen der Insassen des Altersheims Schöne Linde. Wir kommen nämlich vom Altersheim Schöne Linde. Das hab ich doch schon gesagt. Alles dreht sich um geheimnisvolle Dinge. Das letzte Mal habe ich 2 Jahre gekriegt für das Ding, das Sie gedreht haben. Sie erleben die Herren mit der weißen Weste bei ihrer liebsten Freizeitbeschäftigung. Juwelier Hase, was wissen bei dem? Wie ich den Dandy kenne, wird der von hinten einsteigen. Wir werden von vorne einsteigen. Alles klar. Gut. Auf Lichtzeichen fährst du an die Rampe. Okay. Aus dem Juwelengeschäft ist Schmuck im Wert von 1 Million Mark gestohlen worden. Vom Täter keine Spur. Elisabeth, mach keine Dummheiten. Alles in den Koffer. So, ich kann gar nichts von der Sore behalten. Vielleicht kannst du damit etwas anfangen. Computerzentrale? Ja, du hast recht. Es ist gut, dass du gekommen bist. Irgendwas stimmt da nicht. Sag mal, Susan, kannst du dir vorstellen, was der Herr Kriminalinspektor hier will? Vielleicht will er Boxen lernen. So ein bisschen. Ein Volltreffer, der hält, was er verspricht. Darauf können Sie sich verlassen. Eine tolle Besetzung. Sehr witzig, Opa. Sehr witzig. Die Herren mit der weißen Weste. Ein Meister seines Fachs inszenierte diese herrliche Actionkomödie mit den Assen des Humors. Ich hatte einen Vierzeiler, der geht so. Die alten Zähne wurden schlecht und man begann sie auszureißen. Die neuen kamen gerade recht, um mit ihnen ins Gras zu beißen. Schließlich ist es ja nicht das erste krumme Ding, das ich drehe. Vielleicht hat einer zur gleichen Zeit dieselbe Idee, aber den besseren Plan gehabt. Was machen Sie denn da? Tja, meine Damen, auch mit Staubsaugen kann man ein Vermögen verdienen. Das ist ja wieder ein reizender Einfall von Ihnen. Jetzt geht's erst richtig los. Das Geld! Wo ist das Geld? Darauf werde ich wundervoll schlafen. Der Fall ist doch ganz einfach. Die Täter haben Eintrittskarten für Stadion gekauft. Also müssen sie nur die Besitzer der Eintrittskarten verhören. In meinem Panzerschrank ist das Geld gut aufgehoben. Ja, ist der auch wirklich ganz sicher? Das hat mir ein Freund gegeben. Das ist höchst explosiver Plastiksprengstoff. Dann können wir das Seefloss sprengen. Mensch! Nicht übel. Eine putzmuntere Truppe sorgt für ihr Vergnügen. Dann schlag doch mal eine Rechte! Komm, rechts! Irgendjemand muss dir doch die 187.000 Mark übergeben haben. War es nicht vielleicht doch Herr Peach? Herr Peach, der war es. Peach. Ein Film wie Sekt. Sie werden gleich kommen und dich abholen. Los, hau ab, Opa. Freuen Sie sich auf eine verblüffende Lösung. Herr Oberlandesgerichtsrat, Sie haben vergessen zu bezahlen. Oh, wie wohl ist mir. Die Herren mit der weißen Weste erwarten Sie. Abend, wenn zur Ruhe die Glocken läuten.